nochmal Freundlichkeit angehen. Weil es scheint für alle Religionen und sowas auch der Schlüsselbegriff zu sein. Also Liebe ist klar, ne? Aber Freundlichkeit scheint auch wirklich so eine zentrale Stellschraube zu sein bei einem selber. Weil, also ich habe jetzt Unterlagen gefunden, wie man Kindern, Schulkindern Freundlichkeit beibringt. Das ist schon mal herausragend. Erwachsenen kann man das anscheinend nicht mehr beibringen. Und das waren alles so oberflächliche Sachen. Und worum es mir geht, ist aber intrinsische, also von innen kommende Freundlichkeit. Und dann muss ich erstmal mit mir freundlich sein und dann kann ich mit anderen freundlich sein, und zwar nicht aufgesetzt. Man hilft anderen, also aufgesetzt. Man hilft anderen auch, wenn die gar nicht denen gar nicht geholfen werden soll, weil die wollen das gar nicht. Und solche Geschichten. Also die Freundlichkeit, sich selber zu definieren, wird auf einmal enorm komplex, wenn man von diesen Äußerlichkeiten weggeht. Und dann wird es auch dummerweise sofort politisch, leider. Ich versuche das mal nicht ganz so politisch, aber jede Äußerung ist ja politisch. Also der Umgang mit Tieren. Also ich habe auch Fleisch gegessen. So lange ist das gar nicht her. Da ja auch schon 10 Jahre mittlerweile. Aber also ist das freundlich, ein Tier zu halten und es dann umzubringen, um es aufzuessen? Und ganz makaber wird es, also die Leute, die Tiere umbringen müssen, da gibt es sogar Buddhisten, das ist auch eine Geschichte oder sogar ein Video von dem, also sogar als Arte-Doku. Und Buddhisten sollen ja nun wirklich, ne, also er hat ein Problem, er hat das gelernt und ist dann Meister und so. Aber ganz makaber wird es, weil es gibt zum Beispiel, was nicht mehr wie der Parrot heißt, da hat eine Frau in Australien, glaube ich, für Kinder mit Lernschwierigkeit gibt es Zeichensprache und auch Möglichkeiten auf einer anderen Ebene, die Sprache beizubringen. Und das hat sie einem Papageien beigebracht. Und da gibt es endlos Videos von. Und dann haben die ja auch so Versuche mit dem Papagei gemacht, halt so, ne, so Klötzchen gegeben und dann musste er die ordnen und so. Und dann hat die Versuchsfrau hat dann den Papagei gefragt, komm, jetzt noch eine Übung. Dann hat er gesagt, oh nee, ist jetzt genug, ich habe keine Lust mehr. Und das hat der Papagei gesagt. Cool. Und das nicht eingeübt, sondern das hat er wirklich, das war jetzt seine Aussage. Ja, und das bei einem Vogel. Nun gut, das ist ein Reptil und die Reptilien haben sowieso anscheinend ein leistungsfähigeres Gehirn. Also dass das in dem Kleinen untergeht. Dann wissen wir das ja von Elefanten. Wir wissen, dass Delfine ziemlich komplexe Kommunikation machen, dass das vielleicht auf einer anderen Ebene ist. Verbal haben wir da, glaube ich, noch keinen Connect. Tintenfische. Ja. Krass intelligent. Ja. Das wusste ich nicht. Ja. Experimente. Ja, genau. Also zumindest die Tintenfische, das ist das Letzte, was ich gelesen habe. Humboldt-Tintenfische, die kommunizieren über die Farben beim Jagen so komplex wie Menschen. Ja. Also, und dann gibt es mit Robin Williams, Coco, ein Gorilla-Weibchen, kann man auch angucken. Hat dann über Zeichensprache gesagt, oh, das ist Robin Williams, den habe ich schon im Fernsehen gesehen und so. Super, jetzt ist er endlich, also man könnte die fragen, ob denen das angenehm ist, wenn sie geschlachtet werden, aufgegessen, aber spätestens auch, was wir hier so mit der Welt machen und so, ob denen das gefällt.
Ja. Also auf einmal hat Freundlichkeit viel mehr Facetten. Also deswegen meine ich, Freundlichkeit ist gut für sich selber zu definieren, weil das ist auch nicht fertig. Ja. Weil so eine Reflexion am Tagesende zum Beispiel, war ich mit meinen Mitmenschen, war ich mit mir selber freundlich, führt dazu, dass man auch da besser mit wird. Ja. Also aus gesundheitlichen Gründen ist es gut, eben auch diese Freundlichkeit zu sich zu entwickeln. Ja. Weil man dann auch unterscheidet, ist es freundlich, wenn ich 5 Liter Eis esse oder irgendwelchen anderen, oder den ganzen Kuchen habe ich früher gegessen, den ganzen Kuchen. Ja. Ist das freundlich mit mir, oder ist das dann auf lange Sicht, es ist zwar nett, weil ich habe mich belohnt, aber eigentlich geht es mir dann nachher schlechter, gehe ich dann freundlich mit mir um, ja, solche Sachen. Zum Körper. Ja, ja, ja. Also Freundlichkeit, also das war jetzt nur so ein ganz kleiner Ausschnitt. Ne? Und ich halte das für wichtig, weil eben durch meine Recherche sich, also in meinem Leben sowieso, merke ich das wichtig für eine dieser Stellschrauben, ne? Freundlich, aufmerksam, gelassen, muss man alles definieren. Aber der Angelpunkt ist wirklich diese Freundlichkeit. Weil das ist das, was unter Druck am schnellsten weggeht. Ja. Stimmt, da ist man gleich mufflig, oder? Ja. Genug davon. Einfach mal wieder rumsitzen. Mutzi und Mutzi. So, jetzt sind wir mal ganz freundlich zu Hause. Und sitzen stocksteif rum. Nee, wenn ihr erstmal. Erstmal ein bisschen einfedern und so. Also, erstmal freundlich zu eurem Körper. Und wie gesagt, wenn das mit dem freundlich zum Körper, wenn der 20 Minuten Aufmerksamkeit braucht, dann ist das okay. Also wirklich weg von diesem Erreichen wollen. Nur wenn der Körper wirklich zufrieden sein sollte, dann könnt ihr noch auf die Stimmung, auf den Geist achten. Und wenn der auch zur Ruhe kommt, dann bleibt erstmal nur der Körper, wie er atmet. Und da immer wieder zurückkommen.
Und gleich mit der einmaligen hohen Glocke ist wieder die Zeit für die antwortlose Frage: Wie fühle ich mich jetzt? Wunderbar. Es wird kalt. Ja. Ich habe das noch vergessen. Wenn das für euch neu ist, dieses Rumsitzen, noch keine Meditationserfahrung? Doch, aber das war mir jetzt ein bisschen lang. Die letzten 5 Minuten hätten es nicht mehr. Also da ging es irgendwie nicht mehr. Ja. Also man kann manchmal einfach auf die Erde gucken zum Beispiel. Mhm. Also, ich selber habe das auch gemacht eine Zeit lang, aber ich finde das immer mehr, also dass viele verschiedene Traditionen, also Sufis, im Theravada-Buddhismus und natürlich in den Naturreligionen gibt es das, dass man einfach, so blöde das klingt, einfach auf die Erde guckt, aber natürlich bewachsene Erde. Man darf die Augen ab und zu auch mal blinzeln, ne? Aber quasi wirklich das als Meditationsobjekt nimmt. Ja. Und ein anderes ist, dann ist natürlich die Fauli-Variante, ne? Auf den Rücken legen. Und in die Nähe. Ja, genau, aber 20 Minuten dann mal. Das sind also, wie lange hat man das schon nicht mehr gemacht? Ne? Ja. Muss mich immer ein bisschen bewegen dabei, wenn der Rücken sonst Schwierigkeiten macht. Das ist wichtig, das mit dieser Spielfilmvariante abzugleichen. Ne? Weil es gibt 5 Hindernisse. Also dieses Rumsitzen uneingeleitet ist definitiv die fortgeschrittene Variante. Ne? Also das andere angeleitete Meditation ist quasi, ich sehe, hier fahren ab und zu mal die kleinen Kinder mit den Vätern rum. Ich weiß gar nicht, warum machen das die Väter immer? Ne, die mit den Stützrädern. Ja. Und die angeleiteten Meditationen, guckt selber rum. Es gibt keine Traditionen, wo das gemacht wird. Mhm. Ne? Im Schamanismus, ne, um die Leute zu leiten irgendwo hin, um zur Heilung oder sowas. Ja. Das gibt es normalerweise nicht. Und wer ist wohl davon angezogen? Hm? Affengeist. Ja. Das ist Unterhaltung. Mhm. Ja? Es ist gut, ne? also 3 Jahre lang oder so, sich da voll drauf einzulassen, aber ihr müsst wissen, es sind quasi Stützräder. Ja? Es geht wirklich, diese Variante hier selber rumsitzen, bringt halt die eigenen Hindernisse nach oben. Mhm. Und da ist zum Beispiel, also Schmerzen sind wichtig. Ja. Das muss man drauf achten. Ja. Aber wenn ich das mit mir selber abgleiche, ne, ich nehme ja vor, ich möchte 20 Minuten sitzen. Und wenn ich das abgleiche mit dem letzten Spielfilm, ne, da habe ich dann komischer, wurde ich unterhalten. Dann könnte ich 20 Minuten, könnte ich 2,5 Stunden sitzen. Mhm. Und jetzt bin ich auf mich selber zurückgeworfen und dann mitzukriegen, so ungewohnt, ne? Ja, das ist nicht nur ungewohnt, sondern
Das ja. ist quasi der Affengeist. Ja. Und das bei sich mitzukriegen, dass, ja. dass das wirklich so eine tiefe, tiefe Ebene hat. Mhm. Weil das dazu führt, dass man selber seine eigenen Handlungsmuster rausfindet mhm. tagsüber. Ne? Also ich vergleiche das immer mit so einem Standardstreit. Wenn man so eingefahren ist, dann weiß genau, jetzt kommt von mir das Argument, dann kommt von dem anderen das Argument, darauf antworte ich wie immer dieses und dann baut sich das immer wieder auf und dann ist der ganze Tag im Eimer und nächstes Mal passiert genau das Gleiche. Dass man so langsam aus diesen Handlungsmustern rauskommt. Aber das geht eben nicht, indem der andere nun endlich seine Schnauze hält, sondern indem man selber mitkriegt, Moment, wenn ich jetzt wieder darauf reagiere, muss ich gar nicht. Also dann, und dieses Tiger-Drache hatte ich schon. Ne? Mhm. Und den Ochsen nach Hause bringen. Das sind die 10 Ochsen, glaube ich, im Zen. Könnt ihr selber googeln. Okay. Ne? Das ist quasi der Weg zur Erleuchtung und wieder von vorne. Ne? Ah, okay. Und dieses auf der körperlichen Ebene festzustellen, ist eben sehr lehrreich, weil man das von sich selber nicht glaubt. Ne? Wie stark einen das treibt. Mhm. Ne? Unglaublich. Also man lernt da viel von und das brauchen wir dann wieder beim Tai Chi. Ja. Ne? Mhm. Also deswegen, alle die meditieren, mit denen ich darüber geredet habe, die haben auch bestätigt, sie glauben auch nicht, dass man Qigong, also das Kultivieren von Qi ohne Meditation machen kann. Also man kann die Harmonie der 5 Wandlungsphasen kann man machen, man merkt, das ist toll, ne? Aber der nächste Schritt ist eben die Meditation, weil man da auf eine ganz andere Ebene kommt und ich glaube, das ist halt wie Spitze vom Eisberg, auch ein dumm abgenudeltes Bild, aber es passt. Ne? Also die Spitze kriegen wir mit dem normalen Bewegung hin, aber wirklich dran nur mit Meditation. Ne? Jetzt habe ich euch wieder dauernd tot gequatscht. Ich muss. Habt ihr irgendwas, irgendeine Frage noch? Was ist der Unterschied eigentlich zwischen Tai Chi und Qigong? Ja, das war. Ja, okay, genau. Okay. Also Tai Chi ist, Achtung, Kampfkunst. Ja. Und das gibt es aber auch in anderen Kampfkunstarten aus Asien. Die machen auch Formenarbeit. Also die Bewegung, also selbst das habe ich jetzt letztens in einem Stream auch gesagt, wir machen das so langsam nicht, weil wir Opa und Oma sind, weil wir nicht mehr so können, sondern wir machen das und das macht ein 18-jähriger Kung-Fu-Kämpfer auch. Der macht diese Bewegung mal ganz langsam, um zu merken, kann ich hier noch mehr entspannen, um so viel Kraft wie möglich dann wirklich unterzubringen. Also die machen diese Formenarbeit. Bei uns ist nur dieses Schattenboxen angekommen in den 80ern. Ne? Kickboxen. Nee, Kickboxen ist wieder was anderes. Nee, diese sanften Bewegungen, dann haben sie gedacht, das wäre Tai Chi. Ja. Ach so. Und deswegen sage ich das, wir machen die Peking-Form. Die ist also in China von diesen Kampfkunstmeistern, hat die chinesische Regierung hat gesagt, dass wir wollen hier so Bewegungen, die alle, die leichter erlernbar ist, in Richtung Gesundheit. Ne? Die haben einen anderen Begriff von Gesundheit, also umfassende Gesundheit, aber dafür ist die 24er Form aus der Tai Chi Yang Stil Tai Chi rausgelöst, ne? Und dafür entwickelt. Mhm. Also gibt es ein paar Besonderheiten in dieser Form, die dann eben in der 48er Form und so wieder nicht sind und manche Leute denken, man kann das dann auch wieder spiegelverkehrt machen. Mir wird immer klarer, dass die alten Meister das aufgenommen haben gesagt, ihr wollt das für Gesundheit, okay, dann machen wir diese 24er Form für Gesundheit. Also man merkt das dann immer mehr. Das sind Gedanken. Ja, also dass mehr viele Sachen sind nur auf einer Seite, die sind dann nicht spiegelverkehrt wiederholt, um eben diese Entspannungsseite zu forcieren. Also es ist, wenn man das länger macht und von dem Aspekt das anguckt, also das Tai Chi für uns. Das ist das, was man so, wenn man Dokus aus China sieht, die Leute im Park, da alle... Ja, weil die haben das auch ungewollt beigebracht gekriegt. Also in Umerziehungslagern wurde auch diese 24er-Form quasi untergebracht.
Also von daher hat das nicht immer einen positiven Aspekt. Ne? Also das ist das, was wir lernen, Tai Chi. Ne? Und Qigong. Oh. Also ich nenne das jetzt immer mehr chinesisches Yoga. Aber das verstellt einem schon wieder den Blick, ne? Weil hier Yoga sind auch nur die Bewegungen. Ne? Aber Yoga ist ein Weg. Es gibt 5 grobe Richtungen im Yoga. Es gibt den Yoga-Weg der Liebe, ne? Und so weiter. Und einer ist eben harter auf den Körper. Und das ist hier angekommen, weil dann haben sie da auch noch 2-3 Meister gefunden, ne? die halt das auch bestätigt haben, gesagt, dass wir achten nur auf den Körper. Ich sitze zwar in Meditation, aber wozu soll das gut sein? Körper. Und dann ist das hier angekommen. Aber das, worum es geht, ist quasi, was dann, das klingt immer so esoterisch. Öffne deine Chakren. Oh! Ne? Aber das ist im Grunde genommen sind diese Verspannungen, ne? Die dann zu öffnen. Und es gibt dann auch die 10.000 oder Milliarden von Chakren. Und damit ist ein bisschen was anderes gemeint, aber darum geht's. Ne? Also erstmal durchlässig zu werden und eben Körper und Geist in Einklang zu bringen, nicht mit Gewalt. Das sind alles die Vorformen vom Qigong. Ne? Also ein Qigong ist halt wirklich die Kultivierung von Qi. Und da reden wir dann drüber, wenn wir uns 10 Jahre kennen, dann können wir da weiter reden. Nee, weil vorher ist erstmal faul, schlaff und durchlässig werden. Das ist erstmal dann eine höhere Stufe auch, sozusagen. Also erstmal muss man das Qi haben und dann kann man es kultivieren. Ja, Qi hast du, sonst wärst du tot. Aber ja, okay. Ich meine, um das zu fühlen. Ja, okay. Ja, weil das ist auch sehr subtil. Ne? Also ich kann nicht sagen, dass ich da jetzt ein großer Meister bin im Qi lenken. Ich arbeite da viel mit dran jeden Tag. Und das erste Mal, als ich da den Unterschied zum, also man erkennt erstmal diese Durchlässigkeit. Und da gibt es viele verschiedene Varianten, in denen man das selber feststellt. Mhm. Die letzte zum Beispiel bei ihrem Freund, ne, der ist nicht da, das sage ich dann nicht. Das ist nicht gut. Ne? Ja, aber man kann zum Beispiel so ein Kribbeln feststellen. Ne? Also so ein, wenn es einem kalt den Rücken runterläuft. Kennt ihr dieses Gefühl? Ja, okay. Das ist quasi ein abruptes Lösen vom Rückenmarksflüssigkeit. Ja? Das ist so ein und das kann man. Genau. Und das kann man aber zum Fließen bringen. Ja? Also dass es da nicht so ein abruptes Ding gibt, sondern dann kann das zu Fließen bringen. Es ist ein einziger Aspekt. Und manchmal das, was man halt so am Anfang feststellt, wow, es geht mir irgendwie, ich bin mehr energiegeladen, ist das. Was, worauf ich hinaus wollte, also nachdem ich das dann jahrelang gemacht hatte, habe ich zum ersten Mal hier in dem Unterbauchbereich innen drin wie eine Christbaumkugel einen extrem hart also man konnte das richtig fühlen, das ist ein ganz klar umrissener Bereich, wo ich nichts fühle. Also ganz klar, wirklich wie so eine Christbaumkugel. Und das Gefäß quasi, so wird das auch beschrieben, kann man langsam füllen. Ja? Und dann gibt es noch eine andere Stufe, davon erzähle ich nicht, weil ich das noch nicht gefühlt habe. Das ist so eine normale, also das ist schon nicht normal, weil man das ja dann gezielt fühlen kann. Das kann einem mehr Energie geben, um auch durchs Leben zu kommen. Manchmal fühlt man sich ja schlaff, ne, so abgespannt. Das tritt dann nicht mehr auf, weil man quasi aus diesem angestauten Gefäß quasi Energie ziehen kann. Also, also das funktioniert, das weiß ich. Und die nächste Stufe ist dann halt, so was ganz, ganz Feines, das soll dann quasi so diese Lebensenergie sein, die angeblich, ne, da erzähle ich jetzt nur von dem, was ich gelesen habe, das habe ich noch nicht erfahren, die sich langsam aufbraucht. Also die quasi auch bestimmt die Länge des Lebens. Naja. Ja.
Und auch das kann man angeblich kultivieren. Und das Ziel der Daoisten ist halt eben Langlebigkeit und Sterblichkeit. Ja. Und ein paar Aspekte werden eben belegt. Also die in Meditation, dass die Telomere, diese Enddinger auf den Chromosomen wieder länger werden. Das ist bis eben gerade quasi ein Zeichen gewesen, das Alterungszeichen. Also diese Stopfen nach der Zellteilung, die dann hinten wieder auf die Chromosomen draufkommen, das sind die Telomere. Und das ist eigentlich ein Zeichen, man kann an der Länge und Zerfasertheit feststellen, wie alt jemand ist. Mhm. In Meditation kehrt sich das um, die Dinger bauen sich wieder auf, man wird also physiologisch jünger. Nee, das geht relativ schnell. Echt? Ja, das ist, also versuchen schon so nach 3 Monaten oder so Leuten, die ja, ja. Dass man dann 5 Jahre jünger nach 3 Monaten. Nein. Nee, aber also dieser Effekt tritt dann schon ein. Ja. Super. Also das ist das. Da muss ich auch was freuen. Ja. Ist dir klar geworden, das eine ist quasi Kampfkunst und das andere ist sowas ganz Abgedrehtes. Also ich versuche das eben. Erstens gibt es keine richtigen Informationen aus China. Das meiste ist nicht übersetzt, noch nicht mal in Englisch. Und das, was ich kriege, kann ich nur vergleichen mit einer Doktorarbeit, die ich in meinem Architekturstudium gehabt habe. Die habe ich immer noch zu Hause. Da war gerade Feng Shui modern. Und da gab es nur lauter Kram. Und in der Doktorarbeit hat ein Chinese über Dorfplanung geschrieben. Und da wurde einem klar, dass mit dem Drachen ist einfach der Nordwind und so gemeint, der in das Dorf pfeift, da muss man sich anders, also es ist viel, viel greifbarer als dieses. Viel praktischer. Ja. Genug, halt, nee, Sadhu. Ja. Dreimal. Sadhu. 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 Mir wird kalt. Ja, gut, ich habe gerade so einen Schlaf. Ich könnte nur noch gähnen und bin schlapp und müde. Dann musst du Qigong machen. Ja. Genau. 10 Jahre lang.